Diese Cutscene hat mich gerade aus dem Konzept gebracht. Aber ja, was Revolten uns angeht, ja, das ist bei der optionalen Bossarin Cestiri sogar wirklich angesprochen worden. Aber ja, das ist mal ein anderes Thema. Wir werden uns schon eines Tages damit auseinandersetzen. Aber dieser Tag wird nicht heute sein. So, anyways, was ich nochmal sagen wollte, jetzt, da wir hier alles abgeschlossen haben, würde ich mal sagen, machen wir mal wieder einen Rundgang. Und das möchte ich anhand deines Schifffahrts machen, weil ich mal gucken, ob es vielleicht eine Insel gibt, das ich nicht kenne oder so. Weil wir haben alle Klasse 4 Zoneninsel abgeschlossen. Orte hier sind uns eigentlich kein Fremdbegriff hier. Das bedeutet, wir fangen einfach ganz klassisch hier mit Hellerwies an. Vielleicht finden wir ja doch etwas, was wir nicht gefunden haben und vielleicht hätte doch finden sollen. Von daher, also. In Hellerwies hier gibt es scheinbar nichts Spezielles. Dann gehen wir mal nach Beardsley. Dieser Namen sind manchmal so schmerzhaft. So, hier geht es natürlich auch nichts Spezielles. An sich aber auch hier im Dorf ebenfalls nicht. Okay, Sexonhafen. Ein ziemlich sexiger Hafen, wenn ihr mich fragt. Aber ja. Oh, oh, Leute, da ist was. Da ist doch was. Ein Böses im Busch. Dankeschön. Ich glaube, damit triggern wir jetzt endlich eine weitere Nebenmission. Entweder eine neue oder beenden endlich eine weitere. Ich muss einfach nur sicher gehen, dass wir auch wirklich dann alle am Ende beenden. Nicht, dass ich jetzt so denke, so, jetzt haben wir eins abgeschlossen und dann vergesse ich in Wirklichkeit, dass wir noch zwei offen haben oder so. Und es scheint ein Pirat zu sein, also aus unserer Crew.第4種管理地区には恐ろしい豪魔が出るってのは世の中の常識だよな。はい、そのように声量は人々に知らせ近寄らないようにしています。だが俺の知る限り一番シャレにならん島はボス島だよ。ボス島？そんな名前の島は聞いたことがありませんが。俺たちが勝手に呼んでるだけだから知らねえのも無理はないけどよ。いろんな種類の豪魔の親分みてえな化け物が集まっていつも殺し合いをしてやがるんだ。それでボス島でふか。 どうせなら潰し合ってくれればいいでふのに。いっそオールゴーマ大進撃とでも題して見せ物にした方がよさそうじゃのう。それはいいやん。いいでふね。僕もそういうお祭りには参加したいでふよ。心配ないぞ。オールゴーマ大進撃の主役はお主じゃからのう。すべての親分ゴーマをお主が倒す姿に全ミッドガンドが涙することを受け合いじゃ。そんな。 Du kannst uns zu einer neuen Verwaltungszone der Klasse. Also ich dachte, wir sind damit fertig geworden. Ich fühle mich gerade leicht beleidigt. Ach, fein. Hauptsache, wir haben nebenbei was zu tun. So, okay, das heißt, die Bossinsel wartet nur noch auf uns. Sie, also es ist also der Eliteviertel. Alright. Wie sieht denn die Bossinsel aus? Ja? Ja, doch, das sieht sehr vielversprechend aus. Und vor allem, dass keine Katztruhe versteckt, oder? 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 Ich habe mich geirrt. Diese Katztruhe hat mich gerade wieder verarscht und da ist ein Geisterschiff. Zumindest sieht es aus wie so ein Geisterschiff. Aber wobei, das ist die Wandeltier und wir sind mit so einem Boot herge... Wir sind das Geisterschiff. Das erklärt wieder so ziemlich alles. Das erklärt so ziemlich alles. Gut, dann werden wir natürlich auch wieder mit Eisen hier weitermachen. Und Bossinsel hört sich auf jeden Fall auch nach einem Abschluss der Klasse 4 Insel an. Deswegen speichern wir auch wieder im Voraus, um kleine Peinlichkeiten zu vermeiden. Also dann. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, ihr seht nicht wirklich aus wie Bossgegner. Weil ich meine Level 15. Wobei, das könnte doch dieses erste Wandmonster da sein, als wir damals am Meeresteuer die Wandeltier geklaut haben. Das könnte Sinn machen. Ja, das würde doch an sich Sinn machen, aber das wiederum macht keinen Sinn. Okay, dann sind das einfach nur heftige Gegner. Ich habe mich geirrt. Auch wenn es schön gewesen wäre, so einen Boss-Rush zu machen. So.
Was? Warum wurde gerade meine Seelenbrecher-Aktion abgebrochen? Oh Gott. Reflektieren Sie gerade irgendwie meine Angriffe? Kann das sein? Ja, doch. Ja, ich glaube. Die reflektieren gerade wirklich jeden Scheiß. Die sind halt einfach auch wieder so diese Immungegner da. Oh! Oh, die Gentlemans! Das sind wieder die alten Gentlemans! Hello there! Für die Leute, die es nicht verstehen, diese Gentleman-Gegner, die waren ziemlich beliebte Gegner, zumindest für mich, was Tales of Xillia angeht. Die hatten auf jeden Fall in der englischen Synchronfassung auf jeden Fall ein paar lustige, lustige Sounds oder lustige Geräusche von sich gegeben, die ich total gefeiert habe. Nein! So! Oh Gott, ey, aber bis jetzt sieht das jetzt nicht wirklich überfordernd schwer aus. Ich bin damit eigentlich sogar ehrlich gesagt zufrieden. Oh Gott. So, perfekt. Fühle den Schmerz, mein Freund. So. Und ich dachte, ich würde die zweite Mystikart von Eisen triggern. Tja, schön wär's. Egal, egal. Sieht doch eigentlich gerade so aus, als würden wir auch ohne damit zurechtkommen. Wir sind fertig. Na, das war ja Pisse einfach. Ich meine, Geiz wurde auf jeden Fall schön belohnt, aber trotzdem, ich habe mit einer Challenge hier gerechnet. So, was haben wir denn zu erhalten? Neuer Topaz-Talisman. Alle Dämonen wurden besiegt. Okay. Ist aber irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Anyways. Damit wäre die Klasse 4 Insel auch abgeschlossen. Was mich jetzt aber gerade verwundert, eigentlich habe ich ja doch den Ex-Dungeon hinter uns gebracht. Sollten wir jetzt nicht eigentlich diese neuen Mystikas kriegen? Nein? Okay, ich glaube, ich muss da wohl wieder später ein paar Internetrecherchen führen, weil das sollte eigentlich nicht so passieren. Gut, dann würde ich mal sagen, wir waren ja in Sexon-Hafen, das heißt, wir begeben uns jetzt im Kartnix-Hafen. Auf die Hoffnung, dass sich da was verändert haben könnte. Was es aber nicht getan hat, aber jetzt erinnert es mich doch gerade daran, dass ich doch nach Sexonhaufen zurückgehen soll. Oh! Genau, weil ich aus purer Randomness herausgefunden habe, dass hier ein Nebenereignis stattfindet. Meine Güte, ich bin manchmal schon sehr gut, was das Erraten von Ereignissen angeht. Das habe ich auch total calculated. Mein Taschenrechner hat mich da nicht im Stich gelassen. Oh Gott, geht mal bitte weg. Ich habe hier super die Schlitterkünste. Hua, hua! Und ich habe jetzt gerade voll Bock mal Liveset darauf. Alter Liveset, das sieht bei dir ein bisschen merkwürdig aus. Siehst aus, als würdest du gleich vom Stiel runterfliegen. Anyways, das ist der Tadels. Das ist also. Ist also der Brief oder beziehungsweise die Post an Edner durchgekommen? Thomas! Eisen-san, Tegami todoite desu yo! もうどうした?何が書いてあったんだ?俺には読めん。代わりに読んでくれ。全力お兄ちゃん。手紙届きました。なぜかボロボロだったけど。お兄ちゃんの本当の気持ちが伝わってきました。今更感は否めなかったけど。ご神様に教えてくれた精霊術。説明が分かりやすくてすぐに覚えられました。 いくつか誤字があったけど海賊に言うのもどうかと思うけどお仕事頑張ってあと私は秘密は守る方ですだから何でも手紙に書いてください特に待ってないけど読むのは嫌いじゃないです山からは見えないけど海を思ってお兄ちゃんの無事を祈ってます私は元気です
まったく兄弟揃って日ねくれ者じゃな。遠回しな愛情表現にも程があるわ。まだ続きがあるよ。追伸。ノルサマ人形ありがとう。別に可愛くないけど少し気に入りました。ただ夜になるとどこからか手紙を書くがよい。兄の弱音を聞いてやるがよいと聞こえてきます。 結構イラつくけど、お兄ちゃんのくれたものだから特別に許してあげます。これで全部だよ。なかなか、しっかりした子ですね。そういえば名前は何て言うの？エドナだ。なかなかいい名前ね。当然だ。俺がつけたんだからな。お。 Und dieser Fakt ist gerade sehr wichtig für mich. Eisen hat also Edna so benannt, wie sie so heißt. Auch wenn mein Deutsch da natürlich wieder zusammengebrochen ist, aber interesting. Wirklich. Das ist ein interessanter Fakt, von dem ich gerade wirklich nichts gewusst habe. Ja, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Was aber auch an sich schon ein bisschen Sinn gemacht hat, wenn man natürlich die eine Geschichte von damals wieder in Angriff nimmt, was was halt hier die Geschwister oder was halt hier einfach so die Verwandtschaft zwischen Eisen und Edna betrifft. So, auch wenn wir hier eigentlich nichts zu tun haben, gibt es hier was zum Abholen oder so? Irgendwas random bei Nomina? Hä? Okay, warte, jetzt bin ich neugierig. Ich meine, warum gibt es jetzt wieder Nebengesprächsereignisse auf der Thronspitze bzw. auf dem zum Eingang von Innominaf? Okay, und es ist natürlich wieder Velvet automatisch gewechselt worden, aber sie reitet wenigstens ganz normal darauf. Nicht so wie Lifeset, der gerade wirklich da kurz davor stand, runterzufliegen. Na, da bin ich mal gespannt. Sind das die Gesprächsereignisse, die wir davor mal hatten mit, oh, nein, eben nicht. Das ist ja plötzlich hier einfach... Ich kann mich erinnern, dass wir das erste Mal hier mit Rokuro und Margilu geredet haben. Sind die zwei plötzlich dran? いよいよですね。そんなに緊張していると、いざって時にミスるわよ。決戦を前に緊張するなという方が無理です。クソ真面目。仕方がないでしょ。それが私なんですから。そうね。 あんたは変わらない。とんでもなく変わりましたよ。清涼の巡殺官だった私が、これから同志と聖書を倒そうって言うんですから。そういう意味じゃないわよ。もちろん分かってますけど、事実ははっきりさせておきたいんです。何しろクソ真面目ですから。<笑>だから助かったわ。いいんですか？サイカの剣士が大魔士に感謝なんかして、好きなことをして好きなことを言うのよ。 Okay, das sind wahrscheinlich wirklich noch so Schlussgesprächsereignisse, wenn wir Nebenmissionen zu 100% abschließen. Das heißt, Eisen fehlt noch und ich glaube, ich kann mir denken, warum. Wir haben immer noch das mit Savit nicht geregelt. Lifestage. あんたの髪ってなんでいつもピョンってなってるの？え？お風呂で髪を洗ったらちゃんと乾かしてる？じゃないと風邪ひくわよ。ちゃんとしてるけどピョンってなっちゃうの？そうなんだ。まあ可愛いからそのままでいいけど。可愛いなんて言われても嬉しくない。じゃあ似合ってるあんたらしくていいと思うわ。それなら、いいけど。<笑>いいならよかった。 Okay, ich dachte gerade wirklich, das wäre ein serious Thema. Aber es geht halt einfach um seine Haare. Okay, okay. War doch, hat sich doch gelohnt, wieder irgendwie dahin zu gehen. Aber jetzt muss ich halt... Wir wollten ja eigentlich zum 6. Hafen. Verliere ich schon wieder den Kurs aus dem Augen. Aus dem Auge. Aus den Augen. Ach. Deutsch, please. Okay, da haben wir jetzt auch nichts mehr zu suchen. Logres, wie sieht's bei dir aus? Logres, mein alter Freund. Mein alter Badewannenfreund. Was haben wir denn hier? Nichts Spezielles. In den Gebäuden gibt es auch nichts Spezielles.
Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache mal die Karte auf. Einen Moment. Vielleicht kriegen wir einfach halt doch so die Übersicht. Wobei ich sehe, jetzt würde ich halt gar keine Ausrufezeichen, aber ich weiß, dass wir noch nicht fertig sind. Das kann zumindest bei Savit nicht so stehen gelassen werden. Ich glaube, wir haben halt einfach keine andere Wahl, als uns halt wieder überall umzusehen. Bisschen belastend, aber was tut man nicht alles, ne? So, muss es mal wieder nachgucken. Hier gibt's nichts. Ich sollte mal demnächst noch den Geobot-Punkt da hinten abholen. Wäre auch mal vielleicht noch gut zu. Wäre auch mal vielleicht noch so gut zu erledigen. Und Tatsache, da ist noch was. Solange du mir nichts von einer Klasse 4 Insel sagst, ist alles okay, weil da habe ich wirklich keinen Bock drauf. ボスからあなたたちに依頼よ。伝び Da, genau das habe ich angesprochen. Das muss doch endlich beendet werden. Sehr gut, das heißt, es wird Zeit für uns, endlich das Ganze zu beenden. In den Fällen von Aldina, das heißt, Eisen muss wieder an die Front. Oder wisst ihr was, Eisen ist schon an sich an die Front, aber jetzt möchte ich mal... Rokuro, du bist noch nicht auf den Besen geritten, oder? What the fuck? Warte, macht er sogar gerade die Denkpose? Wartet. Ja, macht wirklich die Denkpose, lol. Das sieht lustig aus. Okay. Dann würde ich mal sagen, müssen wir mal schnell wieder nachgucken, wo das wieder ist. Oder wartet, bin ich blöd, das kann man doch einfach auf der Karte gucken. Hier sind die Felder von Aldina. Und das befindet sich natürlich in der Nähe von Davalwald. Das heißt in Stone Valley, okay. Stone Valley! Ja. Und wenn ich mir das regnerische Wetter wieder so ansehe, kann ich bedenken, wo genau wir sie finden werden. Und da packt man das Ganze natürlich wieder an der Wurzel. Ganz genau, wir müssen wieder zurück zur Bergspitze. Ach, das wird lustig. Und dieser Regen macht mich ein bisschen depressiv. Depressiv, genau. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin mit der heiligen Macht des Besens und der Denkpose von Rokuro Rangetsu in Person. Werden wir das meistern. Und werden uns jetzt dieser Herausforderung stellen. Hinfort mit dir. Du kleine Gesäßöffnung. Wir haben keinen Bock auf Hornissen und dumme Feen, die mir nichts anhaben können. Hoffe ich doch. So, okay, dann schildern wir uns einfach mal geradeaus. Auch wenn dieser regnerische Effekt mir gerade diesen Wunschdenken gibt, dass es auch gerade bei uns so regnen sollte. Aber ganz ehrlich, ich habe gerade wirklich Regen nötig. Oh, jetzt habe ich wirklich das Gefühl, es regnet bei uns. Ich hoffe, es wäre... Ich wünschte mir, es wäre einfach wahr. Passiert, wenn man mitten in der Sommerzeit hier einfach mal Sachen aufnehmen will. Gut. Dann beenden wir die Sache wirklich ein für alle Mal. Und wir werden das dementsprechend sogar passend abspeichern. Man weiß ja nie. So, damit wäre das abgeschlossen und ja. Meine Damen und Herren... Es war eine Ehre, mit euch gearbeitet zu haben. Aber der Scheiß geht jetzt los. Ich muss nur noch mal schnell sicher gehen, wen ich da vorne haben will. Wobei die Aufstellung an sich immer noch in Ordnung ist. Für meine Verhältnisse.
ザビーダと白角のドラゴンです。懐かしいな。初めてお前に声かけた時もこんな風にぶん殴られたっけか。いって加減を知らねえ子供みてえな。ザビーダ、アイゼン、黙って見てろ。でも俺が死ぬのを待ってこいつの心臓を食うつもりだ。だがそいつは無理だぜ。俺は死なねえし、こいつもやらせねえ。俺がどうするかは俺が決める。僕はザビーダを助ける。アイゼンがダメだって言っても僕が決める。子供をためらいなく襲い、命がけで守ろうとする男を襲う。あの白角のドラゴンは誰だ。何があろうと生きることを諦めないのがお前の流儀だと言ったな。なら今のお前は生きているのか。俺にはお前が生きているように見えない。なんだと。そうか、狙われてるのはアイゼンじゃないんだ。アイゼンが殺すことで救おうとしてるのは。俺は呪いを解く。Die Musik ist aber nicht gerade wirklich passend für diesen Fight. Kann das sein? Ich fühle mich gerade deprimiert. Ich dachte, wenigstens könnte Zabits Battle Theme dann aufkreuzen. Nun, sie ist auf jeden Fall jetzt besiegbar, was eigentlich logisch ist, weil bei unserem ersten Versuch war sie... Wie soll ich sagen? Impossible, aber not this time. Okay, wir werden das jetzt einfach beenden. Ist zwar jetzt nicht atmosphärisch gesehen der epischste Kampf des Jahrhunderts, aber... Was tut man nicht alles, um Zabit zu helfen? So... Ich würde es trotzdem begrüßen, wenn du mir noch eine Seele geben würdest. Oder du wenigstens auf den Boden fliegen könntest. Und ich würde es auch total begrüßen, wenn du mal kurz auf den Boden fliegen würdest. Okay, ich glaube, wir werden es auch wirklich nicht einmal episch spenden können. Es ist halt einfach ein deprimierender Kampf. よせ！そいつを殺しやがったら俺はてめえを許さねえ。だろうな。どう？あいつ、てめえ。なに？汚れ？アイゼン！クリア！いやー！これは。なあ！アイゼン、ザビーダ！ダメよ、あんたも汚れる。だけど、アイゼンとザビーダが。またあの炎か。あれだけの汚れを焼き尽くすとはの。でもドラゴンは。お願い、元に戻って。この炎で
いい。でも、ありがとうよ。なぜ死神の呪いを解かなかった？俺にあいつの心臓を食わせたかったのか？質問に質問で返すんじゃねえよ。死神は俺にかかった呪い、ドラゴンは全ての精霊がかけられた呪いだ。さっきの汚れ、あれはそういうことなんだな。ああ、もう始まっている。俺がそうなる日も遠くない。海賊と離れりゃちったマシになるんじゃねえのかよ。俺はアイフリード海賊団副長アイゼンだ。呪いに自分の舵を奪われるくらいならドラゴンになった方がマシだ。ただ大切に思うものが、ドラゴンになった自分に囚われてしまうことだけは怖い。大事なものにすら気づけなくなったテオドラを救ってくれたんだな、殺すことで。何よりも人を傷つけることを嫌い、誰よりも人を愛する優しい女だったんだ。そうか。殺すことが救いになるやつもいる。あんたにも守りたい相手がいるんだな。妹だ。いい女か？早咲きの花のように賢いしっかり者でな。よく俺を子供扱いしやがる。本当は泣き虫だが、心は強い子だ。そうか、仲良くしたいもんだ。俺の嫁候補にしてやるよ。てめえ心配すんな、全部あんたを殺した後のことだ。ザビーだ。お前テオドラの敵討ちだ。アイゼン、あんたは俺が殺してやるよ。あんたがあんたで亡くなった時は必ずな。いいのか？ああ、フィルクーザデア、約束のザビーダの名にかけてな。ウフェニュウエクス、俺のマナだ。覚えておく。他に何か方法はないの？ドラゴンにならずに生きる方法や殺さない方法。殺すか殺さないかは問題じゃない。大切なのは自分の舵を自分で取るということだ。それが生きるってことだからな。悲しくて難しいね。けど分かった、僕も二人みたいに生きるよ。じゃあまた会おうぜ。どこに行くの？風に聞いてくれ。Hui, ich hab mir das gerade wirklich etwas schmerzvoller vorgestellt, aber ich bin gerade wirklich froh, dass das wenigstens am Ende dann noch akzeptiert wird. Und ich sollte mich gerade hier ein bisschen vor Story-Spoiler zurückhalten, was Zestiria angeht, denn irgendwie wird da jetzt gerade wirklich hin und her gepusht, was diese ganzen Andeutungen da betreffen.
Aber ja, macht euch dabei erstmal keine weitere großen Sorgen. Okay, elitäres Igniz, was kann das? Schaltet auch Schwierigkeit oder Fähigkeit der Stufe 4 frei. Okay.